Guten Abend, meine Damen und Herren. Schiedsrichter Robert Schaut aus Belgien gibt den Ball frei zum Spiel Mönchengladbach gegen Glasgow Rangers, von dem beide Parteien meinen, es sei das vorweggenommene Endspiel. Die Schotten erkennen sie im dunklen Trikot, sie spielen von rechts nach links. Mönchengladbach in bester Besetzung mit Kleff im Tor, Danner, Silov, Bonhoff und Vogts in der Abwehrkette, Kulik, Köppel und Wimmer im Mittelfeld mit Jensen, Rupp und Heinkes als Angriffsspitzen. Mönchengladbach hier also ganz in Weiß. Das ist das Beste, was die Gladbacher im Augenblick zu bieten haben. Die Schotten haben ebenfalls ihre beste Besetzung. Ich sage Ihnen im Einzel noch was über die langen Kerls aus Schottland zu sagen ist. Silov, Köppel. Zuschauer, das Stadion ist nicht ausverkauft. Kein Wunder, wenn man die Preise für Stehplätze von 6 auf 12 Mark erhöht. Das Wetter kühl und trocken, der Boden gut. Torhüter Kleff und Vogts. Vogts, der den Vorstopperposten übernommen hat gegen Parlane. Die Schotten stören sehr früh. Wimmer gegen McDonald. Einwurf Jensen. Kulik. Handspiel vom Schiedsrichter gesehen und gepfiffen. Schauen Sie, wie früh die Schotten die Mönchengladbacher attackieren. Mit der Nummer 8, das ist übrigens der Stopper der Schotten. Forsyth, Danner, Heinkes. Und da der Abwehrspieler Jardine in die Zange genommen wurde, gibt es Freistoß für die Schotten. Wir wissen also, was uns erwartet. Schottische Wucht gegen Technik von Mönchengladbach. McLean, der rechts außen. McDonald. Kleff. Das ist Wimmer, von Forsyth angegangen. Mit der Nummer 11, Houston, er spielt nicht links außen, er hat eine taktische Aufgabe im Mittelfeld. Conn. Houston. Hohes Tempo.
Heinkes wird mit beiden Händen von Jardin festgehalten. Rupp. Kapitän Craig. Torhüter McCloy, der längste Mann auf dem Platz, 1,92 groß. Schuss von McDonald. Johnston, der Vorstopper der Schotten. Weiter spielen, Vorteil. Jensen. Das ist, zeigt Schiedsrichter, schaut an. Bald die erste gelbe Karte fällig. Das ist das, was wir von den Schotten erwartet haben. Einsatz, Härte, bedingungslos. Rupp an Johnston vorbei. Man könnte den Mönchengladbacher nur anraten, weniger zu dribbeln, den Ball schneller laufen zu lassen. Denn am Mann sind die Schotten knochenhart. McLean. Forsyth. Schön gemacht von Köppel. Berti Vogts Foulspiel gegen Parlein. Parlein ist als Mittelstürmer dem jungen O'Hara vorgezogen worden. Man sagt sich, dass Parlein die größere internationale Erfahrung hat. McLean, Craig. Schüsse aus der zweiten Reihe sind gefährlich, weil der Boden doch etwas glatt ist. Torhüter müssen aufpassen. Vogts. Danner mit in die Offensive. Danner mit der Nummer 2. Heinkes. Und Torhüter McCloy.
Kapitän Greg Conn, der Mann mit der Nummer 10. McLean. Berti Vogt. Dann Craig. Sie schießen, wenn sich nur eine Lücke, eine Möglichkeit bietet, die Schotten. Kulik. Rupp. Sehr schön. McLean, ein guter Dribbler, wagt auch zu schießen. Köppel, Heinkes, Wimmer. Das ist kein Elfmeter, meint der Schiedsrichter. Der Angriff des Schotten galt nicht dem Ball, sondern ganz klar Heinkes selbst. Das hätte ein Elfmeter sein müssen. Heinkes bleibt am Ball, Vorteil. Jensen. Hier Mathiesen. Da ist er am Ball mit der Nummer 3, Mathiesen. Gespielt 15 Minuten, Spielstand 0:0. Silov, der Libero. Forsyth, Stopper-Riese der Schotten, sicherlich zimperlich. Foulspiel und schon ist die Abwehr der Schotten wieder dicht und geordnet.
der erste Eckball dieses Spiels von Mönchengladbach erzielt. Torschüsse haben die Schotten bisher 5. Mönchengladbach hat noch nicht einmal aufs Tor geschossen in den ersten 15 Minuten. Jensen, Kopfballspezialist der Borussen. Das ist eine Vorlage, eine gute für McDowell. Aber Parlane kommt nicht mehr in den Ball. Jensen. Heinkes geht mit. Da hat es dem McCloy die Hände weggerissen bei diesem Schuss. Der Ball ist glatt. Wimmer sucht einen Mitspieler. Kulik, sehr schön. Kein Eckball. Wieder festgehalten, diesmal im Strafraum. In Mönchengladbach sind 20 Minuten gespielt, am Ball Mittelstürmer Parlane. Berti Vogts bisher fehlerlos als Vorstopper. Kulik. Jensen.
Ja, die Schotten wehren sich wirklich mit Händen und Füßen im Strafraum. Da hat er nicht aufgepasst, der Torhüter. Das war ein bitter schwerer Fehler von McLoy. Sorglos, wie er den Ball spielt. Rupp ist da. Und Heinkes schießt das 1:0 für Mönchengladbach in der 21. Minute. Da kann sich die Mannschaft der Glasgow Rangers bei McLoy bedanken. Reklamationen sind unsinnig. Das ist einfach ein Flüchtigkeitsfehler des langen McLoy. Einundzwanzigste Spielminute. Stopper Forsyth geht mit nach vorne. McDonald, Conn, Cox, sehr schön gespielt. Conn am Ball. Klasse Reaktion von Cleth. Die erste Ecke der Schotten. McLean. Houston mit der Nummer 11. Möglichkeit des Konterns. Vogts. Ja, absolut fair war das. Craig. Und es geht einiges durcheinander bei den Schotten jetzt. Matthiesen. McLean. Parlane. Das Spiel läuft. Danner. Kulik. Ja, nur Mr. Pfeifen, er schaut. Wimmer gegen Jardin, Jensen, sind reichlich durcheinander, die schottische Abwehr. Das kuriose Tor hat sie doch durcheinander gemacht. Drake. Zeit gewinnen. Bonhoff. Jensen.
Verteidiger gehen mit nach vorne. Mathiesen. Aber die Mönchengladbacher machen es nicht anders mit Danner. Wimmer. Foul von Vorstopper Johnston und Rupp. Eckball. Verletzung des rechten Verteidigers Jardine. Weg frei für Eckball Nummer 3. Danner. Eckball Nummer 4. Ja, die kann er. Der Lange. Wer kann höher? Die Entscheidung des Schiedsrichters ist korrekt, denn Rupp stand abseits, nicht Heinke, sondern Rupp. Ist schon richtig. Einwandfrei. So, jetzt wird es Zeit für eine gelbe Karte, meine ich. Da ist sie. Der McDonald. Das macht er nun zum dritten Mal mit Wimmer. Dem Gegner beim Ball annehmen, in die Waden treten, ist nicht die feine englische Art, sicher auch nicht die schottische. Kulik. Sehr gut gespielt
von den Schotten jetzt, aber im Abschluss sind sie bisher vor dem Strafraum gut, aber im Strafraum haben sie den Ball noch selten bekommen. Eckball. McLean, der diesen Eckball jetzt reinbringt, hat auch ein ungeheures Pensum absolviert. Er hält sich im Mittelfeld auf, in der Verteidigung. Bei den Schotten spielt praktisch jeder alles. McLean. Nicht viel gefehlt. Kopfball von Conn. Und am dritten scheitert Heinkes. Das ist ein regelrechtes Ringen um jeden Meter Boden, wie Sie sehen. Es wird hart gedeckt. Keiner lässt dem anderen Spielraum. Craig, 50 Meter. Ist ein bisschen weit. Kraft für einen Gegenstoß noch. Vogts. Danner, Doppelpass. Sollte einer werden. Houston und McLean. Das ist der Libero Forsyth. Dann der Verteidiger Mathiesen. Und Parlain. Und beinahe ein Selbsttor von Silov. Da hat wirklich nicht viel gefehlt von Bonhoff. Geballte Wucht, wenn die Schotten kommen. Sie nehmen keine Rücksicht auf den Gegner, auch nicht auf sich selbst. Kapitän Craig, dann McLean. Jensen, Rupp startet, Handspiel.
Kopfball stark, der Schotten. Houston. Ja, gut. Rupp. Möglichkeit. Es war keiner mitgelaufen. So gibt es den fünften Eckball für Mönchengladbach. So spielen in der ersten Hälfte noch 7 Minuten. Wimmer, Kulik. Wimmer. Vorzeit ausgespielt. Torhüter McCloy. McDonald. Conn. Gegen Bonhoff, der sich nach langer Verletzung wieder sehr gut einfügt. Köppel. Jensen. Und Offensivverteidiger Mathiesen. Große Leistung von Mittelstürmer Parlein und von Conn. Ist ein verbissener Fight, in dem die Mönchengladbacher sofort Oberhand gewinnen, wenn sie spielen. Rupp. Das ist kein Elfmeter, nein, nein. Da bin ich also mit Schiedsrichter Schaut völlig einer Meinung. Eckball. Parlein gegen Vogts. Zurecht gepfiffen. Parlein gegen Vogts. Ein Kopf kleiner ist und trotzdem höher springt. Sobald gespielt wird. Und da braucht Forsyth nun wirklich nicht zu reklamieren beim Schiedsrichter.
klarer kann man wohl einen Gegenspieler auf dem Weg zum Tor nicht faulen, als Sie es hier nochmal sehen. Köppel und Heinkes stehen beisammen. Rupp! McLeus Schwäche ist erkannt. Flache Bälle. Er braucht lange, bis er unten ist. Der Mann ist 1,92 groß. Und Rupp. Wartet zu lange. Wimmer, McDonald auf und davon gezogen. Noch 2 Minuten. Parlain, McLean. Schotten voll offensiv. Break. Mathiesen. Und die Möglichkeit verkommen. Die zweite Möglichkeit. Schotten haben sie etwas zu lange Zeit gelassen. Dieser Eckball wird also nicht mehr ausgeführt. Unsere Uhr zeigt allerdings eine Spielzeit von 44 Minuten für die erste Hälfte. Es steht 1:0 für Borussia Mönchengladbach durch ein Tor von Heinkes in der 21. Spielminute.